Da bin ich gleich so im Fluss. Da wollen wir doch nicht aufhören. Geht's weiter mit Theme Park World. Unser Park läuft eigentlich relativ gut. Wir haben hier diesen Steinkopf hingemacht, um den Leuten Angst zu machen. Aha. Warum sind sie denn nicht begeistert? Why you are not amused, my friend? Wie, wenn ihr mich fragt, ich spiele natürlich das alles nur mit der Maus. Also auch mit dem Hin und Her. Mit den WASD-Tasten funzt nicht. Und mit Komma und Punkt könnt ihr die Sachen verschieben. Sie hatten aber nicht gerade viele Gäste zu verbuchen. Bin mir noch nicht sicher, ob ich mir nochmal einen Ballonladen hinstellen soll. Ich mach's einfach mal. Das ist halt ein extrem riesiges Ding. Machen wir den mal ein bisschen weiter nach drüben, damit der Ballonladen Platz hat. So, weil mit den Ballonladen kann man sehr viel Geld machen. Wenn man da die Leute etwas ausnehmen kann. Ich bin mir auch überlegen, etwas die Trinkpreise anzuheben. Haben wir ja kurz einen Megaleck. Zack, zack, zack. Jo, und weiter geht's. Da machen wir ein bisschen hochhalten, das Ganze. Wenn wir dafür die Frittenbude erheben, wir auch ein bisschen an, damit die Leute hier... Schön, ich immer dafür, wir... Machen das mal auf das, ne? Aber. Die Besucher haben wirklich ihren Spaß und kaufen tonnenweise Luftballons. Naja, vielleicht nicht tonnenweise. Die Dinger wiegen ja nichts. Aber auf jeden Fall kaufen sie viele. Jo, und das ist natürlich das, was wir ausnutzen. Wir wollen ja die Leute abzocken. Genau wie. Weißt du was? Ich wette, wenn es hier richtig voll wird, kannst du eine goldene Eintrittskarte gewinnen. Ja, wir brauchen eine neue Attraktion. Das war schnell. Wir haben hier einfach nur diese Attraktion. Also das ist ja normal. Also die ihr kennt. Natürlich die eine geheime Attraktion. Aber da brauchen wir drei goldene Eintrittskarten. Wir haben unsere eine für die erste verbraucht. Deswegen müssen wir wieder ein paar Leute hier reinlocken. Und das geht nur mit neuen Sachen. Denn die Leute werden natürlich anspruchsvoller. Das ist ja sonnenklar. Seht ihr, hier könnten wir dann Land dazu kaufen. Und immer diese Schweinerei. Als wäre es zu viel verlangt, den Mülleimer zu benutzen. Blöder Scheißkopf. Hier ist ein Mülleimer. So. Kommt der Herr Putzmann? Kommt da? Jawohl. Und im Moment sieht es aus, als hätten wir alles gut unter Kontrolle, weil bei größeren Parks, also in den nächsten Welten, kann es auch sein, dass die Leute dann etwas mehr auf Krawall aus sind. Ah. Okay, der hat die Scheiße hier am Reinigen, oder nicht? Auf die. Ah. Hat er die gereinigt? Oh, gut. Gut, gut, gut. Warum manchmal meine Kohle weggeht, das ist natürlich der Monatsende. Da müssen alle Löhne ausbezahlt werden und. Ihr seht also, wir sind da nicht immer noch in guten Bereich. Mal sagen, zwei hoch. Gucken wir mal. Die Leute geben dann ein relativ schnelles Feedback, was ihnen gefällt und was nicht. Deine Forscher haben eine neue Attraktion entwickelt. Das gefällt mir. Natürlich eine Achterbahn, die zu viel kostet. Ein paar neue Attraktionen sind zum Erforschen verfügbar. Deine Forscher sollten sich das mal ansehen. Ich will jetzt mal der Eismann. Eismann, lieber Eismann. Du hast alle Showbuden gebaut, die du kennst. Ich weiß. Hast du schon mal dran gedacht, noch ein paar neue? Ich will eigentlich, dass der Eismann langsam aber sicher zum Zug kommt, denn... Da können wir wieder Leute zu Attraktionen locken. Da bauen wir nämlich den Eismann hier unten. Wechseln wir das Klo mal etwas weiter nach drüben und bauen hier den Eismann hin. Die Kunden in deinen Läden haben das Gefühl, immer ein gutes Geschäft zu machen. Ausgezeichnet. Sehr gut. Jo. Der Eismann. Ein neuer Laden ist erfunden worden. Wer sagt da, es gebe nichts Neues, unter der Sonne. Der kennt aber deine Forscher schon. Immer schön hier zu den neuen Attraktionen bauen. Eine Reihe neuer Läden steht zur Erforschung bereit. Das ist natürlich ärgerlich jetzt. Ich habe eine Idee. Wir bauen den hier rüber. Dann bauen wir das ein bisschen nach
oben hier. Du kommst dementsprechend nach. Dann haben wir hier auch Platz für den Eismann. Eismann, lieber Eismann. Und der Eismann, der hat natürlich den Zuckergehalt extrem oben, damit die Leute natürlich Durst, Hunger sowie alles andere kriegen. Der Eismann muss jetzt natürlich geschickt verteilt werden. Genau wie hier sollte der Eismann auch noch anzufinden sein. Denn natürlich wollen alle in Genuss eines kühlen und erfrischenden Eises kommen. Eises, Eis, wie man es nimmt. Ein bisschen schauen, wie wir das noch verteilen können. Wir haben Fronteingang. Von daher müssen wir die Kamera schnell nochmal neu errichten. Der Eismann hier. Der Eismann, der Eismann. Speichern, bevor was passiert. Der Eismann. Mit dem Eismann kann man natürlich immer wieder neue Leute. Seht ihr jetzt? Jetzt gehen nämlich die Leute hier zum Eismann. So wie sind die Leute hier auch wieder zu Besuch. Dann natürlich der Eismann hier am Start ist. Hört auf zu kotzen, ihr hässlichen Köpfe. Immer auf den Boden am Kotzen. Welch eine Perversion. Hier, hast du noch ein Klo. Kannst noch ein bisschen mehr kotzen, wenn du willst. Aber bitte ins Klo. Und hier sind jetzt natürlich sehr viele Leute. Das ist natürlich das, was wir wollen. Der Eismann hat ein relativ gutes Geschäft. Trinkhalle. Gehen ein bisschen die Kohle nach oben. Soll hier natürlich auch ein bisschen nach oben gedeihen. Und natürlich die Burger. Okay, wenn die Spaßfaktor relativ weit oben ist, dann werden wir das auch so machen. Entschuldigung, mein Näschen ist etwas verstopft. Ihr sagt nichts zu meinem Eintrittspreis. Ich guck mal, ob ich den auf 60 erhöhen kann und die Leute dann trotzdem die Fresse halten. Jawohl, das machen sie. Wir machen jetzt auch noch ein beliebter Trick. Nämlich werden wir die Gewinnchancen auf 100 machen, aber extrem horrende Preise dafür verlangen. Sprich, die Leute, die trotzdem mitmachen, die werden hier extrem viel Kohle zahlen. Ich mache das jetzt mal schnell ein bisschen, mach das mal auf 100. Ich habe das noch nie ausprobiert. Gucken wir mal, was die Leute davon halten. Weil die Gewinnchance ist ja oben. Darf ich dir einen Rat geben? Oben. Lock eine Menge Besucher in den Park. Damit könntest das ist ja das Geile. Wir machen das einfach hoch und machen einfach 100 Dollar pro Spiel. Auch wenn sie zu 100% gewinnen. Ist natürlich ein billiger Trick, um viel Kohle zu machen. Aber hey, Wayne interessiert. So. Sie gewinnen ja zwar immer, aber ich krieg natürlich extrem viel Geld dafür. Mach halt die Preise noch ein bisschen runter. Dass die, dass ich da schön viel Geld verdienen kann. Ich bin fies, ich weiß, aber man muss die Tricks kennen. Als Parkbetreiber muss man die Tricks kennen. Jawohl, eine goldene Eintrittskarte. Woohoo! Flush! Congratulations! Machen wir hier auch die Preise etwas nach oben, denn wir wollen ja, dass die Leute Ballons kaufen. Und schon sind wir auf 10.000, seht ihr das? Wir müssen natürlich nur... Bitte. Du musst es kaufen, weißt du? Irgendwann musst du Hunger haben. Bei Rollercoaster Tycoon kann man noch weitergehen. Da kann man zum Beispiel auch Klos bauen. Vorsicht, das Ding bricht zusammen. Du hast da eine Attraktion, die bald den Geist aufgeben kann. Kann man ja Klos bauen. Und da empfiehlt sich immer, wo ist mein Putzmann hier, wenn man ihn braucht. Du kriegst halt Karl Fitz her, der soll hier noch mitmachen. Machen sie hier mal mit. Irgend so ein Scherzkeks hat dir eine Stinkbombe in deinen Vergnügungspark geworfen. Du solltest sie schnell wegräumen lassen, bevor den Besuchern übel wird. Ja, der Putzmann ist da, der Putzmann ist da. Schwupp, schwupp, schwupp. So, so, so. Der soll dem mal noch ein bisschen zur Hand gehen hier. Und die Attraktion läuft schon wieder. Und wir warten noch darauf, dass wir diese hier kriegen. Weil für die andere Attraktion, das ist nämlich eine Achterbahn, die da hier, habe ich zu wenig Geld. Da muss ich konstant, sagen wir mal, so um die 20.000 haben, bevor wir hier, seht ihr hier, machen hier trotzdem, ich mag gehen einfach noch ein bisschen nach oben mit dem Zeug. Gibt natürlich Kohle dazu.
Nee. Gehen wir da noch ein bisschen nach oben einfach. Weil egal, sie gewinnen sowieso. Die Mitarbeiter sind zufrieden. Und wenn das so bleibt, wird es hier nicht. Oh, wir bauen noch ein paar Showbuden, weil wir wollen hier natürlich noch ein paar Showbuden haben, damit die Leute uns noch ein bisschen mehr Geld geben. Das steigert nämlich die Einnahmen extrem. Habt ihr jetzt gerade gemerkt, wie ich konstant über 12.000 habe. Deswegen, diese Taktik kann man immer mal wieder gut einstreuen. Vor allem, die Leute sind dadurch nicht irgendwie beleidigt oder so. Weil sie halt natürlich immer gewinnen. Weil wir den Gewinn natürlich immer haben. Sie aber, ja, sie eigentlich zu Recht. Ich finde aber, wir könnten das auf höher tun. Dafür können wir mehr Kohle verlangen. Gehe ich dafür. Und ja, so läuft das hier. Wie muss man ein bisschen raffiniert mitdenken, damit die Leute... Ein Fahrgeschäft steht kurz vor. Welches Fahrgeschäft denn? Deckung! Jo. Oder man könnte das Ding natürlich auch reparieren. Ich hab's begriffen. Ich mach mir noch ein paar Forscher ins... Yeah! Wir haben eine neue Attraktion entwickelt. Und die Fliegenfalle, die tun wir jetzt mal schön nach hier drüben. Oder wo wollen wir die hinhaben? Hier kann ich natürlich nicht rüberbauen. Müssen wir uns jetzt noch gegen Gen hier ein bisschen orientieren. Deine Forscher haben eine neue Bude entwickelt. Okay, ist nicht gerade das Allheilmittel für eine Welt. Immerhin, hat er recht. Siegfried Sauge, der soll hier mal für... Eine der Attraktionen ist zusammengebrochen, aber es ist schon ein Mechaniker unterwegs, um sie zu reparieren. So, dann... Deine Mechaniker wären viel effektiver, wenn du ihnen Einsatzgebiete zuweisen würdest. Mach ich doch denn. Keine Angst. Jetzt bin ich gerade kurz beschäftigt. Neue Buden und Shows stehen zur Erforschung bereit. Die Unterhaltungsbranche hält den Atem an. So, ich komme gleich, Jungs. Ich muss jetzt hier ein bisschen auf die Dings setzen. Mechaniker da, wenn man einen braucht. Ja. In manche Gegenden des Parks verirrt sich nie einer. Schön hier noch was hinmachen. So, wir haben noch eine neue Showbühne. Ja, wir haben eine neue Attraktion entwickelt. Das heißt, nein, nur eine. Und wir machen was genau gleich. Ich hätte jetzt kurz meine Maus etwas. Deine Forscher haben die Geheimnisse eines neuen Ladens entdeckt. Die Welt ist gerettet. So, 100 und die gewinnen natürlich immer. So, ich komme gleich. Muss hier noch... Ich habe, glaube ich, den Sicherheitskerl vergessen. Ah ne, doch nicht. So. Dann zur Unterstützung kriegt der natürlich noch eine Sicherheitskamera. Hier, so wie... Ja! Dann müssen wir hier noch ein paar... Die Leute finden, deine Spielbuden sind sehr fair und man gewinnt oft genug. Weiter so. Ausgezeichnet. Zäh! Leichtgläubiges Pack. Vielleicht wissen die gar nicht, dass die mein Hobby finanzieren. Hey, mal schön Klos hinbauen. So, jetzt müssen wir noch gucken, was wollte ich noch machen? Genau, das Steakhouse. Hier noch, Steak-Restaurant. Können wir gleich hier hinmachen. Zack. Juhu. Und können wir auch ein bisschen höhere Preise verlangen. Denken die sich denn? Das ist zu hoch für sie. Nee, gehen sie schön rein. Sie gehen sowieso. Am Ende gehen sie alle rein. Erst zieren sie sich ein bisschen, bis sich das mal rumgesprochen hat. Kein Grund zur Besorgnis. Ein Fahrgeschäft ist zusammengebrochen, aber es ist schon ein Mechaniker unterwegs, um es zu reparieren. Danke. Ja, das läuft ja auch schon wieder, die Attraktion. Jo, Leutchen, das soll's aber vorerst wieder gewesen sein für Theme Park World. Wir haben den ersten Park eigentlich relativ gut. Ich würde jetzt mal sagen, dass wir spielen das mal so weit, bis ich den zweiten goldenen Schlüssel habe. Dann wäre ich dafür, gehen wir in den nächsten Park und dann so weiter. Dann geht's dann in diese Welt mit den Pilzen und dann auch in die Space Zone. Doch bis dahin sind wir noch in diesem Park. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.